Sie haben sich für einen Wartburg entschieden. Dass es nun auch noch dieser Wartburg war, der so schick war und so edel aussah, das war natürlich ein Traum. War ähnlich wie damals der Burgwart im Westen, die Isabella, ist ja heute auch ein Kultauto. Ich habe an den Wartburg nur gute Erinnerungen. Den habe ich 100.000 Kilometer gefahren und habe einmal eine Kupplung wechseln müssen. Sie haben sich für einen Wartburg entschieden. Gratulation. Sie haben sich für einen Wartburg entschieden. Dieser Satz löst bis heute zwiespältige Gefühle aus. Der Wartburg, das war zuerst einmal die Sensation auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1956. Die Geschichte des Wartburgs ist ein Stück Geschichte der DDR. Voller Illusionen und Missverständnisse, Hoffnungen und Enttäuschungen. Sein Geburtsfehler? Er war das richtige Auto im falschen Land. Alles begann hier in Eisenach. AEW, Automobilwerke Eisenach, heißt das Werk jetzt seit kurzem, denn EMW, die Eisenacher Motorenwerke, die ostdeutsche Variante von BMW, Bayerische Motorenwerke, durfte es nicht mehr geben. Und natürlich auch das gleichnamige Auto nicht. Doch die Eisenacher wollten aus der Not eine Tugend machen. Etwas ganz Neues. Das Modernste vom Modernen. Das Beste vom Besten sollte es werden. Ein Auto mit zukunftsweisendem Zweitaktmotor. Entschieden wurde aber, wie so oft, nicht im zuständigen Ministerium, sondern im Politbüro der SED. Und da war man sich zuerst gar nicht einig. Nur eines war klar. Ein richtiges Auto sollte her, mindestens so gut wie der VW. Aber wie sollte es aussehen? Denn besonders der Betriebsdirektor, der damalige, der Martin Zimmermann, so einer von alten Schrot und Korn, der hat gesagt, ein richtiges Auto aus Eisenach muss mindestens 4 Sitze und einen großen Kofferraum haben. Und den hatte der F9 nicht. Und da er auch nichts draus machen konnte, hat er eben schwarz den Wartburg, diesen Wartburg 311 entwickelt. Er ist dafür auch bestraft worden, hat hinterher auch noch eine Prämie bekommen, dass die Strafe wieder aufgehoben war. Nach dem Segen des Politbüros durfte man dem Werkleiter Martin Zimmermann jetzt sogar offiziell zu seinem Geniestreich gratulieren. Das Auto durfte gebaut werden. Und es wurde viel erwartet. Zu viel. Die ganze Welt, mindestens ganz Westeuropa, sollte die Schönheit aus Eisenach erobern. Der volkseigene Wartburg wird als Exportwagen auf dem internationalen Automarkt den Volkswagen endgültig überrunden. Duisburg. Der Wartburg, das bekannte Erzeugnis der volkseigenen Autoindustrie der DDR, erregte das Interesse der Käufer in Westdeutschland. Ein neuer Anblick für Autofahrer am Rhein. Der formschöne Wagen, der vielen anderen Typen seiner Klasse überlegen ist. Wo konnte man diese Überlegenheit besser zeigen als am Rennsport? Und tatsächlich schien anfangs der Dreizylinder-Zweitaktmotor seinen westlichen Konkurrenten in der Formel 2 überlegen zu sein. Da jagen die Besten des Rennens heran und gehen durch das Ziel. Hier sind es die Rennwagen der volkseigenen Automobilindustrie der Deutschen Demokratischen Republik, die auf vielen internationalen Rennen starke Beachtung gefunden haben. Einer der Helden dieser Tage war der Eisenacher Paul Thiel. Und mit diesem Fahrzeug konnten wir erstmals auf dem Nürburgring in der grünen Hölle, der Eddie Barth und ich, die ersten und zweiten Platz belegen, vor Porsche, vor Frankenberg. Und das war zu dieser Zeit war das eine kleine Sensation, dass wir mit dem Auto nun so schnell waren, unter anderem. Doch der Traum vom eigenen Rennwagen war nur kurz. Es fehlte an Geld für weitere Entwicklungen und so setzte man auf Serienfahrzeuge. Das Fahrzeug wurde ja zum ersten Mal 1958 eingesetzt für Rallyezwecke. Und das hatte ich das Vergnügen, mit dem Wagen zu fahren, von Bodensee bis zum Neusiedlersee. Aber ich hatte auch die Aufgabe, ein Allwetterverdeck mit nach Österreich zum Generalvertreter zu nehmen. Es war aber nun abgemacht, dass in Bregenz ein Vertreter steht von Wien, der das alles übernimmt, auch unser Gepäck. Und in Bregenz stand natürlich kein Vertreter.
Also waren wir gezwungen, unsere Koffer alles in Waren zu lassen, das Altwetterverdeck und die Ersatzteile, die wir in Wien abgeben sollten, alles mitzuschleppen. Ja, und wir konnten dann trotzdem noch bis zur Silbermedaille schaffen mit diesem Wartburg. Das hat sich eben auch herausgestellt, dass speziell der Wartburg auf sehr harten Strecken, wie zum Beispiel Griechenland, England, Finnland, da speziell Vorteile hatte, weil er sehr, sehr robust war und durch das Fahrgestell, was er noch hatte, eben sehr, sehr störunanfällig war. Also der hat schon was vertraut. War der Wartburg 311 wirklich eine reine Erfolgsgeschichte? Noch sah es so aus. Und auch die Hoffnung, durch internationale Erfolge im Rallye-Sport den Weltmarkt zu erobern, schien sich zu erfüllen. Als die Rallye zu Ende war, rief mein damaliger Leiter der Rallye-Sportabteilung Hermann Hanf, ein gewisser Mr. Mautner, an und sagte: Herr Hanf, ich habe jetzt die 4 Tage und 4 Nächte die Rallye verfolgt. Man konnte das ja im Fernsehen gut sehen. Und ich bin überrascht davon, was doch der ostzonale Wartburg geleistet hat. Und ich würde mich freuen, wenn ich in England Wartburg verkaufen könnte. Und aus diesem ersten Gespräch während der Rallye wurde dann ein stabiler Wartburg-Export. Ja, teilweise bis 5000 Wartburg nach England geliefert, in Rechtslenkerausführung. Und dieser Mr. Mautner war natürlich ein ganz cleverer Geschäftsmann. Er hat den Wartburg gleich umgetauft in Wartburg Knight, also Wartburg Ritter, und hat seine ganze Werbung so aufgebaut: Bei den Wartburg bekommt man noch dickes Blech. Zwar wurden mit jedem exportierten Wartburg die Wartelisten zwischen Kap Arkona und Fichtelberg länger und länger, aber der Siegeszug des Eisenacher Autos vom Nordkap bis in die Wüsten Afrikas schien nicht aufzuhalten. Der Wartburg vor der Akropolis. Der Wartburg in Südafrika. Selbst vor der Skyline Manhattans machte er eine gute Figur. In Belgien erfreut er sich ganz spezieller Beliebtheit. Franz Pireu war Generalimporteur. Doch er importierte nicht die fertigen Autos, sondern Einzelteile und ließ den Wartburg bis 1968 in Belgien montieren. Sein Nachfolger ist Achiel Olbrecht. Ich habe immer, solange ich Wartburg verkauft habe, immer selbst naar Wartburg gefahren. Auch immer mit einer Eisenach in de Urlaub, nach alle landen bin ich in Urlaub gefahren mit een Wartburg. Ich konnte meinen Kunden erzählen, wie man Auto fahren soll mit een Wartburg. Einer seiner Kunden, der Franziskanermönch Pater Pax, kaufte seinen ersten Wartburg 1968 und ist seitdem der Marke treu geblieben. Und dann jetzt, in 85, habe ich meine 6. Wartburg. Und die habe ich jetzt noch 200.000 Kilometer ohne Generalreparatur. Und ich fahre noch immer mit der Wartburg. Das ist der starkste, der robuste Wagen, die ich kenne. Und darin zal ich sterben. Nicht im Unfall, weiß nicht. Pater Pax und seinen Wartburg kennt jeder im belgischen Halle. Und er hat ein ganz besonderes Souvenir. Das ist eine Uhr von 71 habe ich das bekommen. Weil die Urkunde von die Lehrung. Die Lehrung, das ist ein Lehrgang. Eine Schulung speziell für Wartburgfahrer. Wartburg und ein Plakette. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Aber der Wartburg wurde nicht nur von Leuten gekauft, bei denen das Geld knapp war. Er galt als das robusteste deutsche Auto. Ja, der Wagen war interessant für verschiedene Sachen. Zum Beispiel, omdat er stark war vom Blechen. Auch omdat es ein Frontantrieb war. Dann die billige Preis im Vergleich mit anderen Wagen. Viel Auto für wenig Geld, Bestgeld natürlich. Ohne Anmeldung und Wartezeiten, paradiesische Zustände aus der Sicht eines DDR-Bürgers. Sogar für Gottes Segen ist gesorgt. Ja, und Weihwasser habe ich immer. Wenn die Leute kommen, um die Wagen zu segnen, dann segne ich die Wagen und auch die Leute. Sehen Sie, was er rauskommt? Weihwasser. Aber mit Weihwasser fährt mein Wagen noch nicht. Das kann ich selbst machen, ne? Weihwasser. Auch wenn er leider nicht mit Weihwasser fährt, bis 1965 wurden vom 311er
113.000 Stück in über 50 Länder exportiert. Und wie viele davon nach Belgien? Och, in Belgien so denke ich jedes Jahr so 800, 900 bis 1000 Autos. Jedes Jahr. Für die Käufer in der DDR ist es schwierig, einen Wartburg zu bekommen. Pro Jahr werden nur 32.000 Stück gebaut. Weit über die Hälfte der Produktion, 19.000, gehen in den Export. Dazu kommt die sogenannte Sonderversorgung für Privilegierte. Funktionäre, Künstler, Sportler, Akademiker mit Sonderverträgen. Die schöne Werbewelt der DDR täuscht. Nur 7.200 Wartburgs bleiben für die Bevölkerung. So mal einfach mit dem Cabriolet an den Strand. Ein schöner Traum. Wer aber zu den Glücklichen gehörte, der kommt heute noch ins Schwärmen. Ich denke, es war einfach ein tolles Auto. Es war ein schickes Auto. Es war schwarz-weiß. Es war ein Coupé. Wartburg Coupé. Und den gab es auch nicht sehr oft. War eben ein schönes Auto, mit dem man zur Hochzeit fuhr in Moritzburg. Und ja. Und das Verrückte ist, ich meine, ich bin ja nur kein Autofreak in dem Sinne. Das sind ja die Männer, ne? Und ich habe meinen kleinen Bruder angerufen und der sagt, ich erinnere mich, ich war 11 Jahre und da hat der Rolf uns abgeholt und der hat das Auto immer mit Elsterglanz geputzt. Und, also es muss schon was Besonderes gewesen sein und das war es auch. Und das hier war das Besondere vom Besonderen, das Traumauto schlechthin, der legendäre Wartburg Sport. Wer ihn besaß, konnte sich uneingeschränkter Bewunderung sicher sein. Aber auch Neid und manchmal Spott. Ja, nicht mal nach links und rechts zu machen, Lucky Lucky, somit. Somit. Alles flitzt, wenn es spritzt, aber Otto stört das nicht. Es gibt zum Beispiel Erstbesitzer, da gibt es einen Fleischermeister und einen Bäckermeister. Aber es gibt eben auch solche Leute wie Schauspieler Wilfried Ortmann, der Mann von der Margot Ebert, oder der Eberhard Kurs, ein Komiker, ist allen bekannt. Die hatten solche Fahrzeuge. Bei Eberhard Kurs zum Beispiel ist eine Besonderheit, den habe ich selber noch gesprochen. Da mussten sie, weil der kurze Füße hatte, auf die Pedale noch irgendwelche Klötzer nageln, damit er überhaupt mit dem Fahrzeug sich bewegen konnte. Seine inneren Werte sind umstritten, vor allem der Zweitaktmotor. Sein Äußeres jedoch muss keine Konkurrenz fürchten. Und er erweckt noch heute bei Designern Bewunderung. All diese vielfältigen Karosserien entstehen im Eisenacher Werk. Ihr Schöpfer Hans Fleischer hat gegenüber anderen Formgestaltern einen besonderen Vorzug. Der Hans Fleischer war ein einfacher Karosseriekonstrukteur. Also ich würde sagen, der ein goldenes Händchen auch für Formen hatte. Er war ein gelernter Schlosser. Er wusste genau, was er jetzt kreiert, was er baut. Muss ja auch irgendwie in der Fertigung umgesetzt werden und muss ja auch einigermaßen ökonomisch produziert werden. Ich habe schon mit dem Hans Fleischer zusammen gelernt bei BMW. Wir kannten uns lange. Ja. Und das war ein Formgestalter, den es in der DDR nie gegeben hat. Das war einer, der eben von... Wenn der irgendwie einen Strich gemacht hat, will ich sagen, da hat er gewusst, wie der herzustellen war. Und das war seine große Stärke. Ja, da konnte keiner kommen, wie soll man denn das Ding herstellen? Der hat genau gewusst, das kann so und so gemacht werden. Das war seine große Stärke und hat natürlich unheimliche Fantasie gehabt. Und Hans Fleischer überrascht mit immer neuen Formen und Ideen. Seine Entwürfe zeigen weit in die Zukunft. Nur gebaut werden sie nicht. Auch seine Lieblingskinder, die Sportwagen, bleiben Modell. Und wir hatten damals vor, eine geringe Stückzahl nur zu bauen, ja, um irgendwelchen bestimmten Leuten da irgendwie vielleicht auch, was preislich vielleicht auch ganz interessant war, dann, zu. Und da hat unsere oberste Führung gesagt, wo sie das gesehen haben und die. Für Playboys bauen wir keine Autos. Also das war denen schon zu viel. Ja. Sieben junge Mädchen, ja, die fuhren nach Berlin, in die Stadt, frohe Lieder.
Blondes, braunes, schwarzes Haar, wehte leis im Frühlingswind. Jede war ein schönes Kind. Die eigentliche Aufgabe des Automobilbaus in der DDR wäre ja gewesen, der Bevölkerung genügend Fahrzeuge, und zwar alltagstüchtige Fahrzeuge, zur Verfügung zu stellen. Diese eindeutige Aussage gab es in den frühen Jahren nicht. Genügend alltagstüchtige Fahrzeuge. Dieses Ziel erreichen die Wartburgbauer nie. Und das ist gewiss nicht ihre Schuld. Für größere und modernere Produktionsstätten gibt es kein Geld. Auch ein Nachfolgemodell bleibt über Jahre aus. Stattdessen die eine oder andere kleine Veränderung. Mit Verbesserungen bei Arbeitsabläufen und Taktzeiten soll jedoch die Produktion gesteigert werden. Neue Presswerkzeuge und Transferstraßen werden gekauft. Als dann das neue Modell der Wartburg 1000 vollmundig angekündigt und auf der Frühjahrsmesse 1962 präsentiert wird, ist die Enttäuschung groß. Auffällig neu sind nur die Heckleuchten. Das ist das alte Auto mit ein paar Verbesserungen. Edle Pferde, edle Wagen, Wartburg 1000. Mit 45 PS Motor, leistungsfähig und schnell. Limousine Deluxe mit Radio, Heizung und Scheibenwaschanlage. Viertürig mit Stahlschiebedach. Verstellbare Rückenlehne. Wartburg 1000, der Wagen für Sie. Doch das neue alte Auto ist nur eine Zwischenstufe. 4 Jahre lang wird jetzt entwickelt und getestet. Nach und nach verändert der Wartburg sein Innenleben. Rahmen, Fahrwerk, Einzelradaufhängung, Federung, Bremsen, Antriebswelle, Lenkgetriebe. Äußerlich merkt man kaum etwas. Freitag, 1. Juli 1966. Am letzten seines Stammes ist bereits nur noch die Karosserie alt. Und dann, ohne dass die Produktion gestoppt werden muss, schwebt sie von oben ein. Keine Schönheit mehr. Aber das augenscheinliche Zeichen für ein neues Modell, für den neuen Wartburg, den Wartburg 353. 25 Jahre lang wird es nun bei dieser Form bleiben. Der 353er war ja ein international anerkanntes Fahrzeug, vom Design her, von der Reparaturfreudigkeit und... Aber das schwache Glied war der Zweitaktmotor, weil ja die internationalen ECE-Bestimmungen den Zweitaktmotor nicht mehr zuließen. Und ohne Viertaktmotor wären wir vom Export her gar nicht mehr im Rennen geblieben. Sodass die Frage stand, wie kommen wir zu einem Viertaktmotor? Vom Himmel über Eisenach fallen würde der Viertakter nicht. Ihn einfach auf dem Weltmarkt zu kaufen? Dafür gibt es kein Geld. Es gibt nur einen Weg, den Motor selbst bauen. Schon 1959 hatte man heimlich mit der Entwicklung eines Viertakters begonnen. Jetzt, 1968, wird ein neuer Anlauf genommen. Ein Prototyp entwickelt, der auf dem Prüfstand seine Leistungsfähigkeit zeigt. Alles läuft gut. Aber 1972 ist wieder alles vorbei. Es gibt eine neue Direktive aus Berlin. Das Ergebnis dieses Arbeitsschubs, will ich mal sagen, war dieser Motor 400 hier. Das ist ein 1,6 Liter Reihen-Vierzylinder mit umliegender Nockenwelle, der auf Anhieb 82 PS leistete. Als er aber auf dem Prüfstand war, war dieses Unternehmen bereits gestorben. Und es war ein neues Unternehmen im Gange, eine Ministerratsweisung für die Zusammenarbeit des DDR-Automobilbaus mit den sozialistischen Ländern. Sozialistisches Einheitsauto anstelle der Eisenacher Entwicklung. Die Insider geben ihm sofort einen Spitznamen: Hängebauchschwein. Diese unselige Orientierung seitens unserer VVB, die dann auch, weiß nicht, Ministerrat, Politbüro teilweise aufgegriffen wurde, mit diesem Einheitsauto Eisenach, Zwickau und Mladopolislav Skoda. Ja, wir haben dort viele gemeinsame Sitzungen gemacht. Also
das Auto, was da rausgekommen wäre. Da hatten nun die Tschechen hatten ihre Vorstellung nach wie vor mit Hinterradantrieb. Also wenn wir alles zusammengenommen hätten, was das Auto hätte können müssen, dann hätte es nur noch fliegen brauchen, da hätten wir in der Welt das Auto gehabt. Das alles könnende Einheitsauto wird nie gebaut. Aber auch nicht die Vorschläge der Eisenacher für die Weiterentwicklung des 353. Autos, die den VW Passat vorausahnen lassen, oder dieser Wartburg-Kübel. Jeder LBG-Vorsitzende fuhr mit der Wartburg-Limousine auf die Felder und guckte, was seine Leute machen. Geologische Bohrungen für Gas und was sie da machten. Mit was kamen die? Die kamen mit der Wartburg-Limousine gefahren. Und aufgrund unserer Verteilung der Wartburg wussten wir ja, wer kriegt denn von diesen Leuten wie viel Wartburg-Limousinen geliefert. Da war mein Gedanke, für die Leute, die diesen Kübel waren und dafür die Limousinen, die frei wurden, für die Bevölkerung wieder mitverkaufen zu können. Ja. Ist auch nie etwas dabei rausgekommen, wurde also auch, ich weiß nur nicht durch wen und wie das passiert, auf jeden Fall sind wir damit auch gar nicht zum Zug gekommen. Was hätte man mit einem solchen Auto, das sogar schwimmen kann, nicht alles machen können? Der griechische Generalvertreter, den wir dort hatten, der wollte den Kübel waren dann weiß lackiert mit roten Kunstlederpolstern als Strandauto. Er hat gesagt, das wird das Geschäft, da machen wir Strandauto draus. Das ist eine ganz feine Sache gewesen. Jäger Latein aus Eisenach? Nein, die Geschichte ist verbürgt. Der Alltag sieht ganz anders aus. Es geht nicht um Traumautos, sondern einfach um die Frage, wie komme ich an einen fahrbaren Untersatz? Die Wartezeit liegt schon bei 10 Jahren. Ein Fest für die ganze Familie, wenn der ersehnte Termin endlich da ist. Dem Mangel kann man nur entgehen, wenn man bereit und in der Lage ist, selbst für sehr alte Autos tief in die Tasche zu greifen. Doch der Wartburg ist beileibe kein einfacher Alltagsgegenstand. Eher ein Familienmitglied. Wartburg-Geschichten. Den Bungalow, den hat man nach 4 Jahren und den Wartburg hat man nach 9 Jahren rund. Und es hat geklappt. So, und dann war das also für uns außer der Familienkutsche auch noch das Fahrzeug zum Transport der vielen Baumaterialien, großen und auch kleinen. Ein Transport war ein ganz besonderer. 1. Mai war vorbei. Die Tribüne in Mandlitz wurde abgebaut und die Baustoffversorgung, die hat das Material dann weiterverkaufen dürfen. Und ich hatte das Glück, 6 Balken zu kriegen, a 6 Meter Länge. Aber wie weg? Muss heute weg. Tja, der Wartburg ist aber nicht ganz so lang. Das sieht dann von der Seite so aus. Wir haben den vorderen Teil noch belastet mit Zementsack und der Schwiegersohn, der in der Mitte steht, der hat dann auch mit drauf gesessen. 13 Jahre haben wir das Fahrzeug gehabt, wir haben es nochmal schön geputzt und es war Abschied zu nehmen. Es war ein Gebrauchsgegenstand schon, aber er wurde auf der anderen Seite im normalen Berufsverkehr nicht verschlissen. Denn da hatte man ja immer noch die alternative Bus, um an die Arbeit zu kommen und hat schwierige Witterungsverhältnisse ihm nicht zugemutet. Im Urlaub aber, da konnte der Wartburg richtig zeigen, was in ihm steckt. Besser gesagt, was man alles in ihn stecken konnte. Hausrat, Lebens- und Überlebensmittel. Hunderte von Kilometern bis nach Ungarn oder Bulgarien. Man ist unter sich, ob im Stau oder am Balaton. In diesen Ländern, die man da besuchte,
waren ja die Wartburgs auch auf den Straßen zu sehen. Das waren also Abnahmeländer, die auch unsere Fahrzeuge importiert haben. Und so hat man dort auch noch einige Ersatzteile, die man ja für Eigenbedarf mitnehmen konnte, somit beim Zoll nicht auffiel, eine Gelenkwelle oder eine Lichtmaschine oder ein Anlasser, hat man dann in dem jeweiligen Land Wartburg-Fahrern wiederum verkauft, um dadurch auch noch in den Besitz von einigen Devisen zu bekommen, die man einfach brauchte, um einen schönen Urlaub erleben zu können. Nicht nur die Autos bleiben knapp, auch Werkstatttermine sind rar und manche Ersatzteile so selten, dass man sie Goldstaub nennt. Was kann man tun, wenn etwas repariert werden muss oder wie oft eines der vielen Verschleißteile zu ersetzen ist? Es gibt drei Möglichkeiten. Variante Nummer 1. Um das Fahrzeug aber trotzdem einsatzbereit zu halten, waren eben Reparaturen mit einfachem Werkzeug, das was man im Haushalt eh hatte, bereits auszuführen. So bei längeren Fahrten war auf jeden Fall unentbehrlich eine Benzinpumpe, sehr schnell zu wechseln, Isolierband, ein Schraubensortiment, was bereits im Handel auf den Wartburg zugeschnitten war, wie auch ein Federnsortiment, Zündspulen, Zündkerze. Die Zündkerzen, die hatten eine relativ hohe Störanfälligkeit und ich kenne keinen, der nicht mindestens so viele Zündkerzen dabei hatte, wie der Motor Zylinder hatte. Variante Nummer 2. Aber dazu muss man weiblich sein und einen möglichst kurzen Rock tragen. Und dann gibt es noch die Variante Nummer 3, Vitamin B. B wie Beziehungen. Kann ich mich entsinnen, der Peter Minetti damals, der brauchte eine neue Auspuffanlage. Und Auspuffanlagen waren ja so gut wie ein Stück Gold zu DDR-Zeiten. Weil die haben nicht getaucht und die waren rucki-zucki, waren die verschlissen. Und da war das kein Problem. Der brachte innerhalb von ein paar Stunden eine komplette neue Auspuffanlage. Und fragen Sie mich nicht, wo er sie her hat. Ich kann es mir zwar denken, wo er sie irgendwo her hat, aber da kam natürlich an solche Sachen, kamen wir natürlich nicht ran. Wie gesagt, innerhalb von ein paar Stunden eine Auspuffanlage zu besorgen. Wir haben ja Autos gehabt, die sind ja gefahren mit Auspuffanlagen, das war ja kriminell schon. Also die hätten sie ja jetzt zu dieser Zeit platt aus dem Verkehr gezogen. Löcher drin und zigmal Schweiß und die Bleche in lose und die Sieben klapperte alle. Ja, was wollte man machen? Ich hab ja nichts. Dieses Ersatzteillager ist gut gefüllt, auch damals. Aber es ist nicht in Deutschland. Aber Ersatzteile, die waren immer in Belgien. Es ist nicht passiert, dass wir gesagt haben, nein, wir können nicht helfen, es gibt keine Ersatzteile. Das gab in Belgien nicht. Eisenach hat immer gesorgt, dass Belgien Ersatzteile hatte. Wartburgs ohne Anmeldungen, Ersatzteile ohne Probleme. Belgien muss das Paradies sein. Was aber macht zum Beispiel Pater Pax, wenn er tanken muss? In Belgien gibt es das nötige Zweitaktgemisch nicht. Keine Tanksäulen, aus denen es fertig fließt. In Belgien war es gebaut für den Markt aus Deutschland, DDR. Und zum Beispiel hat man dort die Pumpenmischung. Haben wir nicht in Belgien. So, die Leute mussten jedes Mal, wenn die Öl, Benzin tanken, auch Mischung machen. So, das heißt, Öl zufügen hinten im Kraftstofftank. Und für den belgischen Markt haben wir das angepasst und ein Ölomatik gefertigt. Was heißt jetzt Ölomatik? Ölomatik ist so ein Gerät eingebaut am Motor, wobei das Öl gleich im Vergaser einkommt und dort gemischt wird, sodass die Leute tanken können wie normal tanken. So pfiffig die belgische Erfindung auch sein mag, das Hauptproblem löst sie nicht. Der Zweitaktmotor entspricht nicht den westlichen Abgasnormen. Die Folge, der Export sinkt. 1979 können gar keine Verträge mehr geschlossen werden. In England, Belgien, Holland, Finnland, Dänemark und Griechenland stehen noch 1500 Wartburgs unverkäuflich auf Halde. In Berlin und Eisenach schrillen die Alarmglocken.
über das Jahr 78 hatten wir bereits in unserer staatlichen Planaufgabe 7500 Wartburg mit Viertaktmotor für den Export schon als Staatsplanaufgabe enthalten. Das heißt, wir waren damit verpflichtet, die 7500 Wartburg mit Viertaktmotor zu liefern. Das Rezept dafür sah unsere Werkleitung darin, zu unserem Unmut, muss ich sagen, anstelle nun endlich mal mit eigenen Viertaktmotoren zu beginnen, hieß die Lösung, Motoren, fertige Motoren einzukaufen, also von Fremdfirmen, und diese in dieses Fahrzeug Wartburg 353 einzupflanzen. Wenn ich es noch recht im Kopf habe, waren wir mit Renault auf einen Motorpreis von 1600 Mark. Es kam dann ein Einvernehmen zustande, aber es waren eben dann irgendwelche wahrscheinlich politische Kräfte, die dafür sorgten, dass man sich nicht in Abhängigkeit begeben kann in einem sozialistischen Betrieb von der Motorenlieferung aus Frankreich eben. Jedenfalls ist das alles geplatzt. So viel Möglichkeiten hätten wir gehabt, den Automobilbau zu entwickeln. Und der Motorimport von Renault für die 10.000, das hätten wir im Doppelten wieder reingeholt über den Verkauf des Komplettfahrzeuges für Faluda-Markt. Die 7.800 sind erstmal verneint worden, dass die nicht gemacht werden. Dies war, kam aber von der Plankommission, weil im Grunde genommen natürlich auch entsprechende Mittel erstmal zur Verfügung gestellt werden müssen, weil es nicht darum ging, dass einfach der Motor genommen wird und 311 reingesetzt, so einfach ging es nicht, sondern es mussten dort also Montageeinrichtungen und viele, viele Dinge gemacht werden, die auch Geld kosteten, neben den Motoren. Im alten Werk in Eisenach ist das alles nicht möglich. Zu alt sind Gebäude und Anlagen, zu beengt das Gelände für die notwendigen Erweiterungen. Aber der Druck wird immer größer. Als Valuta-Quelle ist der Wartburg ausgefallen. Der Unmut im Land über wachsende Wartezeiten und schlechte Ersatzteilversorgung wächst. Günter Kleiber fährt zu einer Bestandsaufnahme nach Eisenach. Die Bilder trügen. So friedlich geht es hier nicht zu. Allen ist eigentlich klar, Investitionen müssen her. Wir kamen dort eben alleine fürs Werk Eisenach auf eine Summe von zwischen 4 und 5 Milliarden Mark. Einschließlich der Überlegung, der Flächen voll im Prinzip ein neues Werk zu bauen. 4 bis 5 Milliarden. Wo sollen die herkommen? Durch Preiserhöhungen bei den Autos? Das ist kaum noch möglich. Kredite? Von wem? Da hat Erich Honecker, wie er meint, eine geniale Idee. Jeder, der ein Auto bestellt bei EVA-Handel, hat sofort die volle Höhe des Preises zu zahlen. Und Stoff holte mich und sagt, der Beschluss ist durchzuführen. Da habe ich gesagt, den Beschluss kann ich überhaupt nicht durchführen, der verletzt sämtliche Gesetze der DDR. Da habe ich mich bei Honecker angemeldet. Ja, wir haben ihn das dann erklärt kurz. Dann hat er den Beschluss zerrissen und sagt, den kläre ich, den hebe ich wieder auf. Also so tragisch war das streckenweise. Tragisch ist auf jeden Fall, dass es immer noch nicht weitergeht. Anfahrt. Erwarten Sie nicht zu viel. Die Handbremse nicht vergessen. An die Kreuzung fahren wir aber langsam ran und nicht so weit links. Wir sind hier nicht in England. Langsam, habe ich gesagt. Es ist doch grün. Es ist wieder rot für uns. Ich denke, Sie sollen fahren und nicht denken. Sie sollen fahren. Sind Sie lebensmüde?
Halten Sie an. Los. Sie sollen anhalten, sofort. Machen Sie rechts ran. Der Wartburg 353 rollt weiter zweitaktgetrieben durchs Land. Am 30. April 1983 wird der 1-millionste Wagen gefeiert. Bis auf minimale Veränderungen bleibt alles beim Alten. In Eisenach glaubt man immer noch an den eigenen Motor. Doch Anfang, Mitte der 80er Jahre ist die Zeit, in der der Begriff jähe Wendung Konjunktur hat. Und dann kam aber der große Hammer, 1984 dann. Als dann quasi von hinten durch die kalte Küche uns der 1,3er VW-Motor verabreicht wurde. Mit dem wurde unser schönes eigenes Unternehmen plattgehauen. Und seit der Zeit wurde die Weiterarbeit an diesem Motor verboten. Also es wurde der Abbruch angewiesen, der Themenabbruch. Wie kam die Entscheidung für den VW-Motor zustande? Hannover-Messe 1984. Deutsch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen sind in dieser Zeit der Strohhalm, an den sich so manche Hoffnung in der DDR klammert. Günter Mittag, der Wirtschaftssekretär der SED, ist mit großer Delegation gekommen und unterschreibt einen Vertrag, von dem in Eisenach niemand etwas ahnen konnte. Das Problem VW ist meines Erachtens nicht ganz sauber in Eisenach angekommen. Nicht angekommen war? Die DDR baut VW-Motoren für Polo und Golf, die nun auch im Wartburg laufen sollen. Mitter hat viel gemacht. Mit seiner Arroganz auch vieles außer Kraft gesetzt. Aber dass der einen Vertrag, einen Handelsvertrag, unterzeichnen konnte mit der Bold, das durfte er nicht. Dort hätte er ein Parteiverfahren kriegen müssen und nichts anderes. Das war Sache der Regierung. Nicht aus Dafke nur haben unsere Entwickler und Konstrukteure gesagt, das sind alte Kisten. Es waren wirklich veraltete Viertaktmotoren. Und nicht nur das. Der Motor ist für den Wartburg viel zu groß und passt nicht in den Motorraum. Er kann nur quer eingebaut werden. Das bedeutet auch, ein neues Getriebe muss her. Der gesamte Vorderaufbau muss vergrößert und dadurch die Spurweite verbreitert werden. Und nicht zuletzt, auch der Rahmen muss verändert werden. Und es wurde ein schweißtechnisches Kunstwerk, dieser Rahmen, von der Rationalisierungsbetrachtung her eigentlich unvertretbar. Aber es war eben Parteibeschluss, dass dieser Motor in dieses Fahrzeug rein muss. Und da kam der eben rein. Die Kosten am Ende 7 258 Millionen DDR-Mark. 4 bis 5 Milliarden hätte die Eigenentwicklung einschließlich der Erneuerung des gesamten Wartburgwerkes gekostet. Leipzig, Herbstmesse 1988. Premiere für dieses IFA-Erzeugnis. Konkret Viertakt-Premiere mit dem Wartburg 1.3 als Limousine und in der Kombivariante Tourist. Als Premierengäste zehntausende Messebesucher aus dem In- und Ausland. Der 1.3, das erste Fahrzeug im IFA-Kombinat Personenkraftwagen, das mit einer neuen Antriebsquelle produziert wird. Ein Fakt von vielen gebrauchswerterhöhenden Veränderungen und Verbesserungen. Gebrauchswertveränderungen und Verbesserungen. Im Klartext: Den Preis für diese gigantische Fehlinvestition sollen wieder einmal die Käufer tragen. Der Wartburg in seiner Grundausstattung kostet jetzt über 30.000 Mark, mehr als das Doppelte des Trabis. Sein Ende wird viel schneller kommen, als man ahnen kann. Einen Sieg aber gibt es noch. Der erste und letzte Klassensieg für den Wartburg 1.3 wurde zur Rallye Wartburg 1990 errungen. Und damit war natürlich Schluss, denn 1990 lag das Automobilwerk schon in der Liquidation. Dem Aus für den Wartburg werden katastrophale Auswirkungen für die ganze Westthüringer Region befürchtet. 60.000 Arbeitsplätze, auch in der Zulieferindustrie, hängen am AWE. Jeder Arbeitsplatz ein Schicksal. Sie dürfen mir glauben, dass es mir genauso geht wie jedem einzelnen Werktätigen unseres Unternehmens.
Der Automobilbau hat ja immer sehr stark die technische Entwicklung eines Landes mitbestimmt. Und gerade das haben wir fallen lassen. Haben das Geld in die Mikroelektronik gesteckt, damit hinten was rauskommt, was sie in Japan auf dem Drittelmarkt kaufen könnten. Ich übertreib's Mauer, im Prinzip war's doch so. Ich glaube, der Ideenreichtum, der Erfindergeist und ich sag mal, das Suchen nach Lösungen aus dem Nichts heraus war vielleicht sogar noch stärker ausgeprägt bei unseren Ingenieuren als vielleicht in anderen Ländern. Nein, ich glaube, das war's nicht. Das Thema, was ich sehe, das gesamte wirtschaftliche System war so aufgebaut, dass vom Prinzip her keine innere Triebkraft da war, um wirklich wirtschaftlich effektiv zu arbeiten. Es wurde eben relativ viel subventioniert, es wurde eben relativ zu wenig Leistung bewertet. Und ich denke, man muss ganz einfach Leistungsmaßstäbe setzen. Und das war im gesamten Wirtschaftssystem eben nicht gegeben. Der Traum vom Wartburg ist ausgeträumt. Wer heute noch einen hat, ist ein wahrer Fan. So, und das ist er. An dem Fahrzeug sind zwar nicht mehr alle Dinge original von 1965, aber ich habe es eben damals nach dem damaligen Zeitgeist und Geschmack aufgebaut und umgebaut, dass es mir gefällt. Und die Liebe, die ist geblieben. Und das ist auch heute noch mein liebstes Fahrzeug von allen. Und ja, mit allen Mängeln hat man es halt gern. Pater Pax in Belgien und sein Wartburg sind sich immer ähnlicher geworden. Manchmal qualmen beide wie ein Schlot. Weil der Fahrer raucht viel, so raucht Zigarren. Und da kommt von Kraftstoffanlage oder Motor Rauch hinten aus, Auspuffanlage. Und dann noch oben noch mal ein Rauch, so Zigarrenrauch. Das ist hier bekannt in Halle. Beide. Fahrzeug und Fahrer. Also wenn ein Wartburg-Sportwagen auf der Straße fährt, dann, meine Frau sagt immer, man ist wie im Zirkus, alle Leute drehen sich um. Ja, erstens ist es die Form und zweitens das Geräusch. Und wenn der wieder angemeldet ist, werde ich mit dem Sportwagen wieder unterwegs sein und vielleicht mit 90 oder 100 km/h über unsere Lande streichen, weil es ist nur kein Rennwagen. Dafür gab es ja solche Menschen wie den Paul Thiel, der hier auf der Abbildung dargestellt ist mit seinem ABE. 120, 140, wer da glaubt, das wäre zu viel, soll zu Fuß gehen, denn er irrt sich, sowas nennt man harten Stil. Ich bin ein Mann mit Rädern dran und kann alles so schnell, auf mein Kommando. Wie keiner kann. Ich bin ein Mann mit Rädern dran und kann da 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 und kann so schnell wie keiner kann. Ich bin ein alter Motorhase, lass die Autoreifen glühen. Wenn ich in Ekstase rase, kocht mein Blut und das Benzin. Ich bin ein Mann mit Rädern dran und kann so schnell wie keiner kann. Ich bin ein Mann mit Rädern dran und kann babadodadad, nabadodadad, babadoda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 d